Blauwale sind die größten Tiere auf unserer Erde, aber wusstet ihr, dass es auch vor unserer Haustüre richtige Rekordhalter gibt? Diese Woche ist das Thema unserer Nature Content Challenge Rekorde. Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, was die Pflanzenwelt vor unserer Haustür da so zu bieten hat. Es gibt eine sehr spannende Pflanze, den Wasserschlauch. Der Wasserschlauch sieht auf den ersten Blick ganz unschuldig aus. Die Blüten von dem, die treiben nämlich auf der Wasseroberfläche. Das Spannende, das spielt sich versteckt unter Wasser ab. Der Wasserschlauch besitzt nämlich unzählige Fangblasen. Und diese Fangblasen, die sind mit kleinen Klappen ausgestattet. Wenn jetzt ein Tier diese Klappen berührt, dann schnappt die so nach innen und erzeugt einen Unterdruck und der saugt das Wasser mitsamt des kleinen Tierchens in diese Fangblase hinein und da wird das Tier dann verdaut. So kann sich der Wasserschlauch eben ein Stück weit über Tiere ernähren. Diese Bewegung, das Auf- und Zuschnappen der Klappe, dauert nur ungefähr 2 Millisekunden. Und damit ist der Wasserschlauch zu einer der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich in der Lage. Woran denkt ihr denn, wenn ihr an Rekordhalter im Pflanzenreich oder auch im Tierreich denkt? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Naturwissen haben wollt, dann folgt sehr gerne der Vogelkuckerin, der Silke und mir. Da gibt es nämlich noch ganz viel mehr zu entdecken.